Hallo und willkommen zurück zu Atelier Lüdi und Zu. Bevor wir uns an die neue Bombe wagen, hatte ich nochmal geschaut, ob es sich eventuell lohnt, noch Accessoires zu fertigen. Aber wir haben jetzt halt nur die Möglichkeit, Angel Ribbons herzustellen. Trotzdem lohnt sich das. Denn wenn man sich mal eben anguckt, was wir dazu einsetzen können. Golden Threads fehlen uns zwar. Hier sehen wir halt unseren Stoff, ganz normal. Aber hier, hier bei den Edelsteinen war es, da haben wir auch die Möglichkeit, Granat einzusetzen oder sogar schon den Rohgranat. Und da haben wir ja schon vorgearbeitet wegen der Waffenverbesserung und das können wir jetzt nochmal auskosten, das hier auch nochmal ein Accessoire einzuweben. Und jetzt müssen wir dazu aber erstmal Golden Threads sammeln. Und das ist ein Gebiet, wo wir längere Zeit nicht mehr waren. Ich mache das deshalb auch mit euch gemeinsam. Es geht nämlich nochmal in den Spooky Forest. In der Enzyklopädie steht übrigens drin, dass man den Golden Thread da findet. Ich habe noch ein bisschen an meinem Harvest Equipment rumgearbeitet. Ein bisschen neu sortiert, Früchtetee eingepackt und sowas. So, Thread ist auf jeden Fall Faden und es könnte so wie Spinnenweben zu finden sein. Auf jeden Fall werde ich mal, nee, das will ich gar nicht, hier mal unseren Dünger verwenden. Und da ist er weg. Super. Dann kann es ja nichts Gutes gewesen sein. Ne? Wie der Puni schon von 100 Kilometern auf uns zuläuft. Ich muss jetzt erstmal einen Spot finden, wo es Golden Thread gibt. Da vielleicht sogar. Nee. Also es kann natürlich trotzdem sein, dass man das da findet. Nur halt jetzt gerade nicht. Bei den Pilzen möchte ich es ausschließen. Bei Wasser brauchen wir jetzt auch nicht. Angeln wollen wir auch nicht. Das ist was Seltenes, aber Steine, wie es aussieht. Ansonsten gehen wir gleich nochmal in die zweite Region, aber das lohnt sich jetzt im Moment nicht, weil unser Einkaufskorb ja gleich voll ist. Oder was haben wir da noch am Platz? 26. Na komm, wir gehen mal in die zweite Region und dann gehen wir nochmal einkaufen in zweite und dritte Region. Ich wünsche mir den Besen wieder. Mit dem man bei Atelier 4 so schnell fliegen konnte. Oh, und ich sehe gerade, die Aufnahme leckt. Muss ich mal eben kurz unterbrechen. Also, bis gleich. So, kann weitergehen. Hab die Capture-Karte neu gestartet. Kann aber auch immer viele Gründe haben, dass die Aufnahme leckt. Kann auch sein, dass Programme dazwischen funken. Weil die gerade was ganz Wichtiges machen müssen. Und was immer ganz schlecht ist, ist, wenn die Capture Card auf eine Festplatte schreibt, wo gerade andere Programme auch noch wild was drauf machen. Deshalb ist es immer ganz gut, die auf
was Eigenes schreiben zu lassen. Aber bei Windows weiß man denn ja nie, ob Windows nicht irgendwie mal Lust hat, trotzdem bei der Festplatte was nachzugucken oder so. Achso, komm, das sammeln wir gerade noch eben ein und dann nehme ich hier auch mal wieder den Dünger. Lohnt sich das überhaupt noch? Ja, 19 Sachen. Komm. Wir können ja sonst auch Schrott wegschmeißen. Ich habe mir leider nicht gemerkt, wo wir, bei welchem Sammelspot wir irgendwann mal Golden Threads gefunden haben. Deshalb müssen wir jetzt noch suchen und Puni, du gehst mir auf den Keks. Das ist übrigens meine Lieblingsfunktion bei Trails in the Sky. Weglaufen. Weglaufen klappt zu 100%. Deshalb, wenn man unbeschadet nochmal durch so ein Gebiet laufen will, weil man einfach keinen Bock mehr hat, für einen Erfahrungspunkt zu kämpfen, dann stürzt man einfach auf die Gegner von hinten zu, dann hat man die Initiative. Dann kann der erste Charakter direkt sagen, weglaufen. Dann ist man für vielleicht 5 Sekunden unverwundbar. Wo man dann einfach in Ruhe weglaufen kann. Und danach ist man dann ja schon weg. Dann kann man zum nächsten Monster gehen und so. Dann muss man gar nicht mehr kämpfen. Es sei denn, man erwischt die Gegner mal nicht von hinten, dann sind die vielleicht noch zuerst dran. Aber ist auch nicht schlimm, dann steckt man halt ein, zwei Schläge ein und läuft dann weg. Besser als dann nochmal wieder 5 Minuten zu kämpfen und am Ende pro Monster einen Erfahrungspunkt zu bekommen. Also Golden Threads, vielleicht auch nur dienstags, ich weiß es nicht. Oder hier, wo die Kürbisse... Ah ne, da kommt man auch so hin. Das war jetzt kein geheimes Gebiet, sondern eher ein... vielleicht bei den Eiern. Also eine Abkürzung. Und beim Monster Drop stand auch nichts dabei, also es scheint Golden Threads nicht von Monstern zu geben. Oder sonst nur von Monstern, die wir noch nicht getroffen haben. Ich könnte jetzt da nochmal in mein altes Video schauen. Immer wenn ich hier in diesem Spooky Forest war, ob ich da irgendwo Golden Thread gefunden habe. Aber das ist genauso langweilig, als wenn ich hier selbst nochmal alles ablaufe. Hier in der Ecke vielleicht noch. Und ich habe Düngen vergessen. Oder nur Sue kann das Ganze finden. Guck mal, jetzt ist hier was Neues aufgetaucht. Das werde ich beim nächsten Gang nochmal probieren. Das wäre eine Sensation, wenn es so wäre. Oder es ist bei den Insekten. Warte mal. Klar. Das kann auch gut sein. Na, wir finden hier schon noch einen Insektenspawn. Geh weg, Puni. Also möglicherweise ist die Option, mein altes Video nochmal anzuschauen, nicht die schlechteste Idee. Denn ich laufe jetzt hier schon seit 45 Minuten durch den Spooky Forest. Und ich finde einfach keinen Golden Thread. Entweder weil ich an den falschen Stellen suche oder weil ich halt Pech habe, dass es dann gerade nicht da ist, weil es halt Rare Loot ist. Oder weil es das hier gar nicht so offen gibt, sondern nur ja, innerhalb einer Truhe oder sonst wie was. Und deshalb könnte ich ja eigentlich nochmal schauen, wie ich damals an meinen Golden Thread gekommen bin.
Ich hatte ja mal so 4 Stück bestimmt. Jetzt habe ich noch eins. Mit sehr guten Eigenschaften, was ich jetzt aber nicht verschwenden möchte. Und irgendwie würde ich ja gern meinen Angel Ribbon bauen. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Ich erspare euch die sinnlose Suche, also die habe ich jetzt rausgeschnitten. Wie gesagt, ich habe es probiert mit, oder was heißt wie gesagt, ihr habt es ja nicht gehört. Ich habe es mit Sue probiert, ich habe es mit Lydie probiert. Ich habe auch an Orten gesucht, wo ich das normalerweise nicht erwarte. Also deshalb habe ich hier zum Beispiel auch Steine gesammelt, weil ich dachte, vielleicht ist ja bei den Steinen Golden Thread dabei. Alle möglichen Büsche. Ich habe Insekten gefangen, weil ja Golden Thread aus Seidenraupen, aus goldenen Seidenraupen stammt. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist das ist ja bei den Insekten zu finden, aber nein, es war nicht so. Ich habe ganz viel Thorn bekommen, ganz viel Pilze. Ja, ist alles ein bisschen unbefriedigend. Aber ich finde es schön, wenn einem nicht alles so hinterhergeworfen wird, sondern dass man sich auch ein bisschen was überlegen muss. Und eigentlich müsste man sich dann, wenn man seltene Sachen findet, wissenschaftlich quasi das mal notieren. Wo hat man das überhaupt gefunden, damit man das später nochmal wiederfindet? Oder ansonsten halt auf sein Glück hoffen, dass es irgendwann, dass man es irgendwann trotzdem nochmal wiederfindet. Insofern, ich habe ja quasi meine Aufzeichnung in Form von Videos. Und dann werde ich mir die jetzt mal anschauen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich wieder. Und deshalb sage ich mal, bis gleich. Tschüss. Ja, hallo und willkommen zurück zu Atelier Lüdi und Zule. Für euch ein radikaler Schnitt, für mich ein neuer Aufnahmetag. Ich habe in der Zwischenzeit mein altes Video angeguckt, das Video Nummer 16. Und da tatsächlich ab Minute 14 gefunden, wie ich an Golden Thread komme. Und es ist tatsächlich so, dass ich nicht an allen Stellen nachgesehen habe. Ich habe ja schon jetzt, das Video ist ja noch nicht fertig geschnitten, aber ich habe schon da einen Text vorbereitet, der eine Stelle zeigt, wo ich dann wirklich ganz nah an diesem Golden Thread dran stehe. Und da gehen wir jetzt nochmal hin. Also die Kenner unter euch wissen natürlich, wo es das Ding gibt. Aber es war eine amüsante Geschichte, das Suchen. Also ich hatte auch meinen Spaß dabei, weil man ja immer noch Hoffnung hatte, dass man jetzt irgendwas anders macht und dann klappt es auf einmal. Aber hier in der zweiten Region müssen wir gleich fündig werden. Ich werde diese Folge hier auch Golden Thread nennen, damit später, wenn Leute mal danach suchen, den Videofolgentitel sehen und dann Hoffnung haben, den hier auch zu finden. Ja. Ach komm, bevor der mir jetzt noch die Weile auf den Keks geht und ich die ganze Zeit für ihn fliehen muss, müssen wir jetzt mal eben ein paar Minuten kämpfen. Oder doch gar nicht so lange. Wir sind ja doch noch sehr schwach gewesen. So, jetzt haben wir hoffentlich Ruhe. Und können mal hier die Kisten zertreten. Da ist jetzt nur Wolle drin. Ach nee. Da. Golden Thread. Ist tatsächlich auch noch ein bisschen von uns gewesen. Das heißt, der Faden wächst gar nicht an Bäumen, sondern ist hier irgendwann vor 100 Jahren mal eingelagert worden. Ich will nur gucken, ob ich an die Kiste dahinter auch rankomme. Achso, und was ist das für Holz?
Das ist alles nur Black Tree. Kein Ravenwood, schade. Nee, da kommen wir nicht ran. Ja, gibt also nur drei Kisten hier. Zweimal Golden Thread hat es gegeben. Dann gehen wir noch einmal wieder rein und raus. Das heißt, ich gehe einmal kurz in Gebiet 3, dann in Gebiet 2 zurück. Dann müssten die Kisten ja wieder da sein. Ein weiter Weg. Lustigerweise wurde mir das schon vor mehreren Ateliers mal vorgeworfen. Jetzt geht's gleich weiter. Okay. Dass ich die Fässer nicht zerdeppere, das war damals egal, dachte ich. Kommt ja nicht drauf an, ob ich nun diese Fässer auch noch kaputt mache oder nicht. Und hier sieht man mal wieder einmal mehr, dass in den Fässern eben ganz andere Sachen drin sein könnten, als man so einen normalen Spot sammeln kann. Also drei goldene Fäden werden wir brauchen. Das ist zumindest die Leute in der ersten Reihe was anzuziehen haben. Ach, Puni, jetzt nicht nochmal. Wo war jetzt die dritte? Da hinten. Ja. Okay, sehr schön. Dann gehen wir mal zurück ins Atelier und stellen dann die unser Engelsband her. Katalysator müssen wir gleich nochmal gucken. So, das ist das, was ich schon immer jetzt im Inventar hatte. Das will ich natürlich nicht opfern. Hier sind es alles ganz einfache Sachen. Nämlich die drei Sachen ohne Use plus 1. Achso, genau. An Trades bin ich ja hier schon zufrieden. Das kann eigentlich alles genau so bleiben. Hier wäre Increase Hit Points, ja. Nee, aber ich nehme jetzt die Sachen, die ich hier dauernd habe, oder? Ja. Die ich mir habe verdoppeln lassen von Conny. So, dann nehme ich Mothcloth. Mothcloth wäre rot und das hier ist gelb. Nee. Vielleicht finde ich hier noch was Rotes. Increase MP könnte auch noch interessant sein für einen dieser Sachen. Ja.
Aber ich will, glaube ich, mehr die drei roten Punkte haben. So, dann nehmen wir noch einen Katalysator, der... Ach, Sonne ist blöd. Sonne schaffe ich nicht. Nee, dann nehme ich doch den hier. Und nehme nochmal einen Katalysator. Ich brauche einen, der Trades macht. Und ich sehe gerade, wir haben nur ein rotes Feld hier immer. Egal wie groß ich das hier mache. Na gut, muss ich noch mal kurz zurück. Ich gucke hier nochmal, ob der richtige Granat vielleicht doch besser ist. Ne, der ist sogar schlechter. Aber ist egal. Der hier hat halt rot, der hat gelb. Tut sich nichts. Ne gut, dann wirst du wieder ersetzt. Durch den. Und jetzt brauche ich einen Katalysator, der Trades zulässt. So, zwei Trades. Direkt vorher gucken, dass da nichts ausgeixt ist bei den Trades. Ist aber alles gut. Obwohl, das bringt mir gar nichts. Oder? Doch, kriege ich den nächsten auch noch? Ah, nee. Oder haben wir hier noch Mars irgendwo? Doch, wir haben noch Mars. Dann machen wir das so, dann haben wir noch einen anderen gelben Effekt. So. Jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall die Trades. Das gibt vielleicht ein kleines Problem. Ne, es gibt kein Problem. Du kommst da unten hin. Du dahin. So. So, alles das verbessern. MP minus 15% ist auch super. Und die Quality wird mir, glaube ich, nicht viel weiterhelfen. Nämlich also Enhance Attack und Speed auch nochmal plus 3. So, jetzt noch zwei Stück. どんな触媒入れればいいかな。
So, dann nimmt der Cloth-Vorrat natürlich schon rapide ab. Kann es sein, dass ich da eben... Ach so. Ja. Doch, da irgendwas war doch anders. So, jetzt war unser Ziel eigentlich ja für diese Folge, eine bessere Bombe herzustellen. Und dazu müssen wir erstmal eine normale Bombe herstellen, die Fire Damage L kann. Dazu sollten wir jetzt wirklich mal in der Lage sein. Wir können ja zur Not auch alles mal rot verfärben. Diese Teile, mit denen man verfärben kann, habe ich ja bisher noch überhaupt nicht verwendet. Aber gerade hier lohnt sich das bestimmt. Destruction Up können wir auch direkt mitnehmen. Ja, das ist ein guter Trade. Was haben wir sonst noch? Destruction Up Plus. Mhm. Schauen wir hier mal. Hier haben wir auch nochmal Destruction. Achso, hier können wir die gleich nehmen. Gut. Absorb Damage nützt mir nichts. Ich weiß, ich kann rot verfärben. Ich fange trotzdem mal hier mit dem roten an. Apply Poison. Nochmal extra für so eine Bombe. Lohnt sich das? Na, ich bin kein Freund von diesen Statusveränderungen, wenn man auch was Besseres machen kann. Apply Burn kriegt die Bombe, glaube ich, sowieso. Hier haben wir 4 rote Punkte. Ich muss sowieso mal sortieren hier nach Component Cells. Dann brauche ich nämlich weiter hinten gar nicht zu gucken. Blindness. Das ist, glaube ich, mir noch lieber als Poison, weil wir dann seltener getroffen werden durch die Blindness, denke ich mal. Area Bonus. 5% for the number of targets. In der Regel haben wir 2 oder 3 Targets. Das ist jetzt nicht die Welt. Und es ist ja eh eine Bombe, die wir kaum noch verwenden werden, fällt mir ein. Hier werde ich jetzt nicht alles verschwenden. Hier werde ich gar keine Trades zufügen, weil wir diese Bombe aus unserem Inventar eh rausschmeißen. Genau. Wir nehmen den. So.
So. Und jetzt brauchen wir noch 3 rote und auf jeden Fall Effektlevel Max, genau so hieß es, plus 2 mindestens. Und Mars plus 1 mindestens. Ja, genau. Ah ne, den will ich nicht verschwenden, wie immer. Noch so einen teuren Granat habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust. Ne, wir machen das dann kurz anders. Dann müssen wir hier die Baumwolle noch einmal tauschen. Und da eine 4er Baumwolle reinpacken. Dann brauchen wir nämlich kein Mars Plus, sondern nur Effektlevel Max plus 2. Ja, der hier wäre doch okay. Achso, warte mal, das geht so gar nicht. Also wir brauchen eh nur einen Effektlevel Max. Wir haben schon... Nee, was ist das da? Ach, das wäre ein Trade transferieren. Ja, das wollen wir ja gar nicht. Falsch rum. So. Und so geht es nämlich doch alles komplett. Prima. Gurg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